Hallo, ich bin der David Steinwender. Ich bin vom Verein Transition Graz. Mein Hintergrund ist, dass ich Umweltsystemwissenschaft mit Geografie studiert habe. Ich beschäftige mich mit nachhaltiger Stadt- und Regionalentwicklung, also Bürgerbeteiligung, Partizipation und da schwerpunktmäßig mit dem Thema Lebensmittel, Essen und habe dazu eben mit Transition Graz einen Verein gegründet. Transition Graz bezieht sich auf eine Idee, die aus England kommt, nämlich Transition Towns. Transition Towns heißt auf lokaler Ebene, was gegen Klimawandel, Peak Oil und gegen Entdemokratisierung zu tun. Das heißt, möglichst lokale Entscheidungen treffen, wie man nachhaltig leben kann. Lebensmittel selber anbauen, lokale Wirtschaft fördern, in Radl fahren und diese Aktivitäten zu fördern und dabei auch ein gutes Gewissen zu haben. Eben wenn man es selber macht, oder wenn man selber das entscheidet oder von unten das heraufkommt, hat es eine andere Wirkung, als wenn es nur von oben verordnet wird. Das heißt, wir schauen, dass das, was klimapolitisch oder nachhaltigkeitspolitisch von oben gefordert ist, auch einen entsprechenden Kulturwandel von unten bewirkt. Also grundsätzlich gibt es auch abseits von uns sehr viel, was man in diese Richtung tun kann. Wir haben zum Beispiel, bei uns ist so die Idee der Gemeinschaftsgärten oder vor allem die Vernetzung, die Unterstützung in den Anfangszeiten groß geworden, bis sich einen eigenen Verein gegründet hat. Wir beschäftigen uns stark mit, wie kann man einen nachhaltigen Lebensstil allen zugänglich machen und ohne mit einem Vorwurf hinzukommen, du musst ja auch nachhaltig leben. Das heißt, wir machen zum Beispiel zunehmend jetzt auch viel mit Stadtteilzentren. Uns sind auch das Thema Gemeinschaftsräumlichkeiten wichtig, also auch konsumzwangfreie Räume, wo man sich treffen kann, wo man was machen kann und die quasi so wirklich auf einer sehr Stadtteilebene, sehr niederschwelligen Ebene versuchen, irgendwie das Thema Nachhaltigkeit zu vermitteln. Da machen wir auf der Filmabende, auf der Diskussionen, Stadtrundgänge. Wir haben zum Beispiel auch ein Grazer Kulturjahr-Projekt gehabt unter dem Titel City of Collaboration, wo es um solidarische Ökonomien geht, also eher nicht diese Ellbogengesellschaft, sondern zum Beispiel Genossenschaften oder kleine Initiativen, die einfach auch einen anderen Wertstil prägen. Und da versuchen wir auf diese Themen aufmerksam zu machen, im Realen, aber auch virtuell. Es hat jeder irgendwie ein Thema, was ihm oder ihr gut taugt und mit dem würde ich mich ein bisschen auseinandersetzen und einmal die Lebensstilfrage eben stellen, was kann man zum Beispiel im Bereich der Ernährung tun oder im Verkehrsverhalten tun, Energiesparen, sind so klassische Tipps. Aber für mich ist es wichtig, dass man es nicht nur beim nachhaltigen Konsumieren belässt, sondern dass man es ja auch vielleicht ein bisschen politisch auf unterschiedlichen Ebenen, Initiativen, NGOs, soziale Bewegungen, Fridays for Future oder so ähnliches, ein bisschen dahingehend engagiert, weil es, finde ich, wichtig ist, um auch eine gesamtheitliche Veränderung des Systems. Es hilft nichts, wenn ich nachhaltig leben möchte, aber keine Möglichkeiten oder nur schwer die Möglichkeiten dazu habe. Und deswegen nachhaltiger Lebensstil und sich ein bisschen engagieren ist immer ganz gut und macht sehr gut im Lebenslauf. Zum Beispiel bei Our Food, Our Future, was die Michaela schon erwähnt hat, wo wir eben versuchen, öffentliche Aktionen zu machen. Wir machen im Herbst dann auch eine Theaterworkshop-Reihe, also da kann man einfach mitmachen oder aktiv werden. Ansonsten machen wir auch jetzt öfters Filmabende, wo man mal hinkommen kann, also meistens eben im Spektral und immer wieder so Veranstaltungen, Workshops, also wir suchen auch Leute, die gemeinsam Workshops im Bereich Lebensmittelverarbeitung und so weiter machen wollen, das heißt, das ist so Learning by Doing und das ist am einfachsten derzeit bei uns mitzumachen oder wenn es Leute gibt, die gern im Internet oder Social Media und solche Sachen machen, suchen wir einmal eine Bandbreite an Leuten, weil wir ja auch ein breites Kooperationsnetzwerk haben und da viel koordinieren müssen und möchten. Oder konkret auch Garteln irgendwo. Das kann man auch, das haben wir auch immer wieder auf der Suche nach Menschen, die uns unterstützen. Wir haben eine Website www.transitiongraz.org. Wir haben auch eine Facebook-Seite, Instagram folgt noch. Aber einfach Transition Graz auf diese Kanäle eingeben und oder mit Google suchen, dann findet man uns.